Hallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet zu einer weiteren Folge OMSI. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ein Dankeschön geht hier raus an simnews.net, die uns nämlich diesen Bus hier zur Verfügung gestellt haben, damit wir ihn euch mal zeigen können. Denn auch hier in Mainz ist soweit das Coronavirus ausgebrochen und von daher, ja, werden wir uns das Ganze mal angucken, wie die das hier so regeln und an sich eine wundervolle Karte. Ich habe auch jetzt gerade erfahren, dass die Karte sehr, 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 sehr realitätsnah ist. Also von daher ist es mal schön. Ich bin eigentlich der Meinung, ich überlege schon die ganze Zeit hin und her. Ich glaube, weder auf Microhazard TV noch auf ÖPNV-Simulator und so habe ich die Karte jemals gezeigt. Also das ist, die Karte scheint bei mir wirklich untergegangen zu sein. Und ich bin ja extrem baff hier über den GT6NZR, ja, weil es ein Zweitrichtfahrzeug ist. Und ist ja cool. Warum gibt es den nicht zum Fahren? Schade. Aber dafür haben wir Lotus. So, also außer ZR, ne? Es ist ja nur der GT6N. Das ist ja auch nur ein Richtfahrzeug. Aber ist egal. Wir werden heute, wie gesagt, das Ganze uns mal anschauen. Das Ganze, wie gesagt, kommt von simnews.net. Und wenn wir jetzt uns das Ganze mal so ein bisschen anschauen, sehen wir hier zum Beispiel, ne? Hier kein Einstieg oder Zustieg. Und innen drinne gibt es dann natürlich auch noch die Warnmeldung oder die Meldung, dass das Ganze hier, wie gesagt, halt kein Fahrkartenverkauf ist und so weiter und so fort. Hier sehen wir es so. Aktuell keine Fahrscheine beim Fahrpersonal. Diese Vorsichtsmaßnahme soll das Ansteckungsrisiko beim Fahrscheinverkauf für Fahrpersonal und Fahrgäste minimieren. Bitte kaufen Sie vor Fahrtantritt Ihre Fahrscheine hier. Und das sind dann natürlich DB-Navigator, Vorverkaufsstellen, Verkehrscenter am Hauptbahnhof, Fahrscheinautomaten und über die RMV-App. Ja, dann könnt ihr das Ganze kaufen. An sich, ja, sieht es auch. Ups, wo bin ich denn jetzt gelandet? Hallo? An sich sieht es auch extrem gut aus. Also ist schön hoch detailliert. Das kann man mal sagen. Sogar das Bändchen, das sieht schon extrem gut aus. Wahnsinn. So, gut. Dann wollen wir uns mal hier Start klar machen. Denn wir haben ja auch eine Abfahrtzeit. Wir haben 32 Minuten. Was ist hier los? Ihr seht hier, das ist unser Fahrplan heute. Wir fahren zur Fachhochschule. Also vom Hauptbahnhof direkt ab geht es denn, ja, über die Universität. Hans-Dieter, was, Büschweg? Ja, Hüschweg. Hans-Dieter Hüschweg. Okay, naja. Ihr seht, es ist jetzt auf jeden Fall keine allzu lange Linie, die wir hier fahren heute. Gut, was hat er jetzt gesagt? Alzheimer das Grüßen, die 69, also 069. So, Hauptbahnhof nach Fachhochschule, das passt. 31 Minuten, wenn wir mal jetzt die Zeit hier vorstellen. Machen wir das Ganze auf 36, passt. So, jetzt ist es schon ein bisschen heller geworden hier. So. Heieiei. Na, wollt ihr das jetzt wissen? So. Hier müssen wir die hintere Tür öffnen, damit die Fahrgäste dann einsteigen. Ja, ihr seht es, aber es funktioniert auch. Ja, also auch hier muss der Fahrscheinverkauf abgeschaltet werden, damit das Ganze hier auch dementsprechend halt so passt. So, ich muss mal hier nochmal das Dings hier aktivieren. Richtig, genau. Alle drin? Mal gucken. Schaut so aus. Von daher geht's weiter. Taubertsbergbad.
So. Ist das eigentlich für mich hier oder? Eigentlich nicht, oder? Oder doch, wa? Doch. Ja, ja, bitte abfahren. Ah, okay. Ist nur für die Linksabbieger. Dann können wir hier weiterfahren. Buchhandlung Dr. Kohl. So, Dr. Kohl. Aber das sieht schon echt extrem gut aus, ne? Also, muss man mal lassen. Hier kein Zustieg, hier auch nochmal, ne? Kann man das Ganze wunderbar lesen. Also ist auch echt schön gemacht, ne? Also das wollen wir mal lassen. Mainzer Mobilität. Hier kein Zustieg. Ah ja, wir haben uns angeblich von einem Unfall entfernt. Interessant, hätte ich was auf jeden Fall mitbekommen. Bestimmt gleich am Anfang, da wo der so komisch rumgesprungen ist. Wieder total schwerfällig hier. So, hier fehlen mir irgendwie die ganzen Haarschilder hier. Weißt du, geil, dass hier jetzt hier die Ausstiegspunkte sind. Natürlich packe ich euch alles wieder unten in die Videobeschreibung rein, also den Link zum Discord, verlinke ich euch das Ganze. Und das Ganze soll dann auch demnächst veröffentlicht werden,
Einen genauen Release-Zeitraum gibt es hier noch nicht. Aber sobald dieser denn da ist, findet ihr das Ganze dann auf dem Discord. Es war ein bisschen knapp, aber es hat geklappt. Also hier wollen sie natürlich noch vorne rein, ne? Also. Hallo. Da sind die anderen beiden Mods schon ein bisschen weiter, ne? Dass die dann halt automatisch dann schon nach hinten laufen. Aber ich finde, das ist in Ordnung, wenn man halt vorne die Tür nicht öffnet und die dann trotzdem nach hinten laufen, ist es okay. Hans-Dieter Hüschweg. Staudinger Weg. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, also auch hier, ne? Die Mod funktioniert ohne Probleme. Da kann man nicht meckern. Den Fachbegriff Endstelle habe ich auch noch nicht gehört, ne? Also
Tja, jetzt warten wir nur noch. Das Grün ist, wir sind bei der Endhaltestelle und dann, ja. Aber zumindest mal einen kleinen Ausschnitt, zumindest vom Mainz gesehen. Es gibt natürlich noch eine Linie, die ist hier deutlich, deutlich länger. Müssen wir mal gucken, wenn wir mal die Zeit dazu finden, dass wir uns mal Mainz nochmal direkt mal anschauen. Ohne mal Corona und so ein Quark, ne? Aber auf jeden Fall, Bus an sich, muss ich wirklich sagen, ist toll. Ich bin jetzt zwar nicht der große C2-Fan. Aber die Bus mit Mod, die funktioniert halt ohne Probleme. Und ja, ich bin mal gespannt, wer jetzt so noch so nachzieht, so mit von wegen Corona und alles sowas. Ob da jetzt noch irgendwas in der Richtung kommt. Oder aber ob das Thema jetzt schon wieder abgegessen ist, weiß man ja nicht. Das kann sich ja schlagartig ändern. So, lassen wir alle raus. Das ist es. Alles pünktlich. Und somit haben wir hier unsere Fahrt hier in Mainz abgeschlossen. So, und damit endet auch die Folge für heute hier in Omsi. Wie gesagt, sobald mal die Zeit da ist, wenn wir uns mal die restlichen Linien mal von Mainz angucken, ich selbst, ja, wusste gar nicht, dass es das gibt scheinbar. Also ich hatte die Karte wohl schon installiert, aber irgendwie noch nicht einmal wirklich groß getestet. Ja, jetzt sind wir mal auf der Linie 69 hier gefahren und ja, würde mich natürlich freuen, wenn ja, wir demnächst mal hier nochmal eine kleine Runde drehen auf der Karte Mainz. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare. Wie gesagt, alles weitere findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und sonst verabschiede ich mich, bedanke mich, dass ihr dabei wart. Wünsche euch noch alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!